Andeutung, nicht bei. Nico Löwe, ich habe den Podcast schon gegründet, vor jetzt fast 5 Jahren von unserem Podcast. Erstens, wir sind einfach ein paar Formate, von denen ich glaube, dass wir in den letzten Jahren das mit der Story sind, wir sind auch getroffen. Ja, stellt euch noch kurz für euch Nico Leuenberger, Gründer, Geschäftsführer von Podcast Schmiede, wie man da im Hintergrund sieht. Dezibel. Dezibel, was ist Dezibel? Dezibel ist die Schweizer Podcast-Konferenz. Man sieht auch ein bisschen das Jahrestreffen oder Klassenzusammenkunft von der Schweizer Podcast-Branche. Also wir haben da auf der einen Seite Podcasterinnen und Podcaster aus dem ganzen schweizerdeutschen Raum. Wir haben Leute von den Medien, weil ja auch immer für mehr Verlage starten Podcasts und das SRF. Und wir haben aber auch Marketing- und Kommunikationsverantwortliche da, die ja immer mehr Podcasts auch einfach als Kommunikationsinstrument brauchen. Jetzt Podcast schmieden, wer sind ihr? Wir sind eine Podcast-Agentur, da zu Winterthur. Und wir machen ganz viele Podcasts als Auftragsproduktionen für Firmen, für Stiftungen, immer mehr auch für die öffentliche Hand. Und das, was wir am liebsten machen, sind halt richtig gute Geschichten erzählen. Also wir haben da zwar bei uns im Haus ein Studio, wir nehmen es eigentlich sehr gerne da auf, aber wir, am liebsten gehen wir raus, wir gehen zu den Leuten und wir kommen in eine Organisation rein. Wir probieren ein Thema, das häufig ein bisschen komplex ist, zu verstehen. Und dann, wir kommen alle aus dem Journalismus, tun wir wirklich das eigentlich nach journalistischen Kriterien erzählen, so dass das eine packende Geschichte gibt, die bei den Hörerinnen und Hörern nachher eben auch hängen bleibt. Jetzt, haben Sie schon gesagt, was ein Podcast ausmacht, packende Geschichten. Jetzt vielleicht zu den Werbemöglichkeiten, was gibt es da für Möglichkeiten jetzt für interessierte Brands oder jetzt auch Medienagenturen, die sagen, hey doch, Podcast, immer mehr und da wollen wir irgendwie für unsere Kunden oder gerade direkt präsent sein. Ja, also das, was wir am meisten machen, sind tatsächlich eigene Podcast-Produktionen. Also Brand kommt zu uns, sagt uns, das ist unser Thema, das Thema ist uns wichtig, wir hätten gerne dazu einen Podcast. Und dann machen wir einen maßgeschneiderten Podcast für den Auftraggeber. Das ist im Idealfall nicht ein Podcast, den sich die Firma einfach selber vorstellt. Das ist mässig spannend zum Hören, sondern meistens, also jetzt am Beispiel zum Beispiel, wir haben jetzt einen Frauenfußball-Podcast gemacht für die AXA. Das ist in dem Sinne eine Auftragsproduktion, aber es geht eben nicht um die AXA, es geht um einen Frauenfußball. Und da kann sich die Sponsorin natürlich präsentieren. Also man kann so eine Auftragsproduktion bestellen und dann hat man einen eigenen Podcast. Und das andere, was man kann machen kann, man kann halt in einem bestehenden Podcast, was ja immer mehr gibt in der Schweiz, Werbung machen. Sei das in einem grossen Podcast von NZZ, Tagesanzeiger, Radio Energy. Oder es gibt halt auch ganz viele kleine Nischen-Podcasts in der Schweiz, die aber sehr, sehr spannend sind, um drin werben, weil man dort halt sehr genau ein Publikum kann adressieren kann, das genau diesen Podcast hört. Jetzt, wie ist es von den 1000 Kontaktpreisen Träge vorhin in der Runde? Was sind da so? Oder generell vielleicht KPIs? Genau. KPIs, da gibt's natürlich schon immer die Reichweite. Das wollen die Leute immer zuerst wissen. Ja, wie viele Leute hören die das? Das ist schon wichtig. Und eben häufig nehmen wir auch die Reichweite, um einen Preis festzulegen. Also eben, wir operieren im Moment häufig mit 1000 Kontaktpreisen, so um die 150 Franken. Das ist aber natürlich nicht die einzige KPI. Ich würde sogar behaupten, das ist nicht mal die wichtigste. Also sehr wichtig ist zum Beispiel eine Durchhörquote. Wie lange wird denn ein Podcast gelost? Weil das zeigt, wie fest ist das Publikum dabei? Wie involviert sind die Hörerinnen und Hörer? Und wenn die natürlich bei einem Podcast so fest involviert sind, den jede Woche hören, und zwar eine Stunde lang, dann vertrauen sie sehr fest der Podcasterin oder dem Podcaster. Und wenn die Person nachher eine Werbebotschaft transportiert, dann ist das halt sehr glaubwürdig, sehr authentisch. Und das wirkt. Da haben wir auch ganz viele Studien, die das belegen können. Und darum, ja, die Reichweite ist wichtig und entscheidet häufig über den Preis, aber es ist lange nicht die einzige KPI. Und was zeichnet aus Ihrer Sicht eine gute Podcast-Werbung aus? Eine gute Podcast-Werbung muss unbedingt zum Podcast passen. Also man kann nicht einfach einen Spot produzieren und den über 10 Podcasts streuen, weil die Publika sind anders. Die Leute möchten andere Sachen hören. Also eine gute Werbung tut sich immer sehr fest auf den Podcast anpassen. Meistens wird die Werbung auch von der Podcasterin, vom Podcaster selber gesprochen. Und
Dort ist es am besten, wenn man eigentlich ein relativ loses Briefing gibt als Kunde. Man sagt, schau, wir haben da das Angebot, wir möchten das bewerben, aber wir überlegen dir das, wie dass du die Geschichte erzählst. Und dann wird die Botschaft in eine richtige Geschichte verpackt innerhalb von diesem Werbeblock. Und das ist halt das, was funktioniert, weil wenn es einfach nur ein Radiospot ist, das kann man halt überspringen. Das wollen die Leute nicht unbedingt hören, aber wenn es in eine spannende Geschichte verpackt ist, dann funktioniert sie. Gibt es auch Möglichkeiten für programmatische Buchungen? Das steckt noch ein bisschen in den Kinderschuhen in der Schweiz. Das ist relativ kompliziert und darum gibt es das noch nicht wirklich verbreitet. Und vor allem die meisten Podcasts haben das noch nicht. Also die sind auch noch beim kein-sättigen Netz dabei. Und darum ist es meistens tatsächlich ein bisschen Verhandlungssache, beziehungsweise man nimmt dann mit den einzelnen Podcasterinnen oder Podcaster Kontakt auf. Heutzutage ist das noch relativ kompliziert. Und darum kommt jetzt eben von uns, von der Podcast-Schmiede, die Buchungsplattform, die es bei uns auf der Website gibt, wo man die passenden Podcasts findet und wo man die ganz einfach auswählen kann, eben nach Themen zum Beispiel, aber auch nach Zielgruppen, nach Alter, nach Geschlecht. Und so kann man nachher seine Podcast-Kampagne zusammenstellen, wo man eben die richtigen Leute nachher erreicht. Ist das die Werbeallianz, die angesprochen worden ist? Ja, genau, das ist das. Eben dort sind Podcasts von uns drin, die Podcast-Schmiede selber produziert, aber eben auch Drittpodcasts, oder? Und wenn jetzt ein grosser Brand kommt und sagt, hey, wir hätten gerne Werbung in einem älteren Podcast, dann können wir unseren Rotzphasen-Podcast empfehlen, aber vielleicht möchten sie auch noch etwas mit richtig viel Reichweite und dann können wir auch Werbung in NZZ-Akzent einbauen oder Werbung im Tagesanzeiger einbauen, weil die auch bei uns schon angegliedert sind und wenn wir dort bestehende Beziehungen haben zu diesen Leuten. Und so können wir einfach ein Päckchen schnüren, eine Kampagne, die sich über mehrere Podcasts erstreckt, auch über eine gewisse Zeit erstreckt, wo man einfach sagt, hey, wir möchten jetzt 2 Monate lang in diesen 5 Podcasts Werbung zu machen. Dann können wir das organisieren. Zum Schluss, Nico Leuberger, dynamische Werbung, das Stichwort ist auch noch gefallen. Dynamische Werbung, die ist nur ein Stück weit während dem Kampagnenzeitraum im Podcast drin und verschwindet nachher wieder. Das gegenüber zu Baked-In-Werbung, die fix im Podcast drin ist und nachher für immer dort drin bleibt. Und dynamische Werbung ist halt spannender, weil die Marke zahlt die Werbung nur so lange, wie die Kampagne dauert und nachher verschwindet sie wieder. Und für die Podcasterin, für die Podcaster ist es halt auch spannend, weil sie können so auch alte Episoden immer noch monetarisieren. Eine Episode, die ich vor einem Jahr produziert habe, wird nämlich immer noch gelost, weil Podcasts ja Evergreen-Content. Und dann kann ich eben, wenn jetzt dir mir kommt, mit einer Kampagnenidee, dann kann ich das bei mir dynamisch einbauen und dann läuft die über alle Episoden, egal wie alt das die sind. Nico Leuberger, vielen herzlichen Dank. Danke vielmals.